Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Pyromanen da draußen. Ihr seht das Wetter, eine Katastrophe am 31.12.2019. Wir haben 11.15 Uhr. Ich bin mit einem Pyro-Kollegen unterwegs zum Zündeltreffpunkt. Ich bin voller Adrenalin und Freude. Jetzt gerade eben im Garten mal ein paar Kracher losgelassen, etc. zum Erstschlag und alles. Super geil. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, lasst die Sau raus. Ich würde sagen, nach Einbruch der Dunkelheit, 16:30, 17 Uhr, macht euch überhaupt keine Gedanken mehr oder nehmt großartig Rücksicht oder so. Nur bleibt nicht an einer Stelle ständig stehen und ballert da 20, 30 Minuten den Leuten, die dann da wohnen, auf die Ohren. Sondern geht immer kleinere Ründchen oder größere Ründchen. Dürfen eigentlich auch weniger Beschwerden kommen, außer die typischen Fensterschreier. Hey, wir haben noch keine 12 Uhr, das ist verboten. Hey. Ja, die kriegen auf jeden Fall direkt Antwort in Form von Bumm, mehr nicht, oder Halsmaul. Und weil es ist unser Tag. So, und ich wünsche euch den größtmöglichen Spaß. Wir hören auf jeden Fall gleich noch. Ich werde heute viele, viele Videos machen, meinen Kanal dieses Jahr endlich mal füllen. Und das wird nicht übers Jahr sein, sondern direkt nach Silvester, an Neujahr, werde ich Videos hochladen. Und es wird viele geile, gute Ware dabei sein, wie ihr von meinen Fotos kennt. So, haut rein, bis nachher. So, moin Pyro. Wir sind jetzt zu viert sind wir jetzt. Und wir sind gerade mal zum Auto gegangen und dann wieder hierhin. Und dann warten wir doch mal, wie es jetzt weitergeht. So, weiter geht's. Boah. Hammer hart, ey. Hast du schon Super 2 gezündet? Ja. Auch wieder ein D? Die Creme de la Creme. Funke Super 2. Hehehehe. Das war die Super 2, Jung. Das war von dir. Warte mal, ich will mal einen hinstellen. Mega. Die neuen sind ja noch besser. Wir wollen noch besser. Ja, sind die auch. Ich hab sie leider nicht bekommen. Ey, Hammer, Hammer. Ah. So, dann machen wir mal A-Böller. Funke A-Böller. Aus. Nochmal Funke A. Der war schlecht. Nochmal Funke A. Der war sehr schön. Ah, Funke A ist doch schon geil, auf jeden Fall. Dann mal Funke C. Funke C. Nochmal Funke C. Ja, so einer war das, ne? Damals. So, Canon Cracker. Ja, ich mach das trotzdem.
Links neben dir, Stefan. Die 18er. So, viermal Diamond D. Rechtscharge. Noch nicht. So. Zweimal Funke D218. Hoffentlich steigt er da auf. Das ist gar nicht mal so gut da, ne? Direkt zum Hänger. Okay. Ein Sprüher. Ich hasse es. Dann machen wir mal 6x, ne, 4x A und 2x C. Viermal A, 2x C. So, 2017er ein Päckchen D. Dann noch 3x C-Böller Aufschlag, wenn es geht. So. Und dann schauen wir doch einmal, was hier so die Pfeifrakete C von Funke so drauf hat. So. Und ab dafür, würde ich sagen. Boah, Hammer Sound, mega. So, ich unterbreche das Ganze mal ein wenig und dann alles gut. So, dann werden wir mal die Funke China Böller B aus der ersten Charge zünden. Gegen, ja, da unten sind die zweiten, also aus diesem Jahr. Und da ist, ja, sieht man schon deutlich einen Unterschied von der Wandung her. So, erst der, die erste Charge. Ja, ist okay, ne? Ist auf jeden Fall besser wie Massenware. Jetzt kommt die neue Charge. Wunderbar. Deutlich druckvoller, auf jeden Fall. Machen wir nochmal die erste Charge. So. Der war schon sehr gut eigentlich. So, nochmal die aktuelle Charge B. Ja, deutliche Unterschiede, auf jeden Fall. So, dann wollen wir mal zwei Kubis testen von Komet von diesem Jahr. Ne? Und dann schauen wir mal. Sollen wohl die besten sein unter den Kubis. Zünden direkt zweimal. So, und Feuer. Der erste nicht so gut, der zweite war gut. Aber nichts Überragendes, nicht mit früher vergleichbar. Oh, der aktuelle Honey Badger von Funke.
Ne? Also er hat auf jeden Fall die Schlange gefressen, das steht jetzt schon fest. Gegen den aktuellen Super 2 und wir sind gespannt, wer der bessere ist. Ich weiß es schon. Einmal Honey Badger. Boah, der hat gut Druck. Also The King nimmt er auf jeden Fall weg, würde ich sagen. So. Und jetzt der Super 2, hoffentlich ohne Schwankung in diesem Böller, sonst holen wir noch einen zweiten. Boah, ey, das ist Rotring-Niveau, aber 100%, Hammer, ey. So, weiter geht's, ihr Lieben. C-Böller von Funke, nochmals. Ist er C oder D? C. Ja, der war was schwächer. Super. Super 2 oder 1? Ja, Super 2. Sauber. Weko, Super 2 dagegen. Und dann Super 2 Explode. Retro Look. Wahnsinn. So, noch mehr Super 2 von Weko. Wir freuen uns. Gegen Super 2 von 2016. Da wieder Explode. Weko. Jetzt kommen 16er Super 2 Funke dabei. Plus Explode natürlich. Wollte ich eigentlich auch einen ganzen Schritt von verrotzen. Boah, ja. Der war sehr gut. Muss nicht in F2 geht einiges, klar, logisch. So, Explode gegen Funke. Gleiche Chargen, 16er. Ja. Aber du hast ein paar Schwache dabei, muss ich sagen, ne? Krass. Boah, der war wiederum gut. 2016, die ersten Schinken, die ich hatte, die waren so geil. Ja. Da habe ich mich gewundert, was bei den anderen immer an Meldungen kam, dass diese roter Corsar, ne? Irgendwann ja. Kam dann bei mir auch. Da macht sich eine Packung auf. 16er D, ja. Die waren echt eigentlich konstant gut, bei mir zumindest. Boah, sauber. Also ich sag mal so, sollte P1 irgendwann nicht mehr geben, das reicht schon. Im Prinzip. Ja, der war nicht so gut. So Leute. Weiter geht die Reise. Ich tue auch mal einen Super 1 aktuell Charge dabei. Super 1, Junge. 1, ne? D. D, 18er. Wunderbar. Die werden auch gut drücken. Boah, schön mit Ring. 18er D. Vier Stück sind da direkt. Funke-Style Anzug. Oh, piepen. Da will ich ja nochmal einen Super 1 hinterherjagen. Ey, die Super 1, die sind so brutal. Ja. Dass ich jetzt gleich auch hier weg will. Ja. So. Das würde tun. Auf jeden Fall. Das geht alles an. Aber. Und ein SB1 ist dabei. Ja. Sonst ist alles C und ein, ja, D. Und ein D. Alles C sonst, krass. Mal die Lunte rein. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich mache das jetzt so. Ja. Oh, Alter. So, liebe Pyros. Dann haben wir was ganz Angenehmes. Die Donnerhall von Nico und Isander. Der chinesische Nachfolger gegen deutsche Produktion. Wenn wir den Ständer mal abfackeln, ne? So, ihr seht ja, die Zündschnüre sind so nah beieinander. Alles so eng, dass halt jede Rakete zünden wird durch den Schweif. So. Der Weg des Grauens hier hoch. Boah. Scheiß Rauchen. So. Ein paar Funke-Raketen, die kennen wir noch nicht. Doch sehen, ne? Ja klar, haben wir's.
logisch. Morgen ist erst 15. Erstmal die Idee in die Kamera halten. Wo wollt ihr hinlaufen? Ich würde nämlich Abstand nehmen, da sind welche bei, die zünden durch. Weiß ich. Gehen in 2 Meter Höhe. Weiß ich. Ich gehe wieder zurück. Ich schau da hinten hin ab. Alles klar. Soll ich? Ja, mach. Alles klar, ich zünd an, ne? Gib Gas. Boah.